nämlich in der School of Ljubljana, also im Zusammenhang von slowenischen Theoretikern, auch Theoretiker, die sich auf marxistische Theorien und auf die Psychoanalyse beziehen. Der bekannteste von denen ist ja sicher Slavoj Žižek, aber vielleicht können Sie ganz allgemein etwas zu dieser School of Ljubljana sagen. Was zeichnet diesen Theoriezusammenhang aus? Was ist da vielleicht auch nochmal das Zentrale, was dieser Theoriezusammenhang hervorkehrt? Die Schule von Ljubljana ist deshalb interessant, weil sie quasi eine Alternative zu dem, was im Westen, sagen wir, im Zuge der Verarbeitung des Stalinismus geschehen ist, zur Verfügung stellt. Also im Westen könnte man, wenn man das ein bisschen verkürzt darstellt, sagen, dass aus dieser ganzen Erfahrung mit der Sowjetunion eine Art Postmarxismus entstanden ist, also dass man gesagt hat, wir müssen ganz auf die kulturelle Ebene gehen, wir müssen den Ökonomismus verlassen, und in diesem Kontext sind die ganzen, sagen wir, Culture Studies entstanden, mit ja, einer gewissen auch Ablehnung der marxistischen Tradition. In Ljubljana ist noch während, also vor dem Fall der Mauer in den 80er Jahren eine Schule entstanden, die versucht hat, den Marxismus eben nicht mit Freud zu verknüpfen, sondern mit dem Werk von Lacan, also eine Art Lacan-Marxismus. Und diese Schule ist ganz neue Wege gegangen, also sie hat auf der einen Seite ihr eigenes Regime kritisiert, also das waren Regimegegner. Sie wollten aber nicht die sozialistische oder kommunistische Gesellschaft überwinden, sondern sie wollten sie erneuern. Und nach dem Fall der Mauer waren sie quasi gezwungen, sich mit dem Kapitalismus auseinanderzusetzen, und von da aus gehen eben sehr interessante Analysen eines Lacan-Marxismus, wo eben versucht wird, die ältere Tradition des Freudomarxismus, die sich eher auf eine fordistische Gesellschaft richtete, eben für diese neuen postfordistischen Gesellschaften zu adaptieren oder ja, zu erneuern. Das heißt, es ist zum einen der Versuch, nicht in einen humanistischen oder essentialistischen Marxismus zurückzukehren, sondern die Lacan macht zum Beispiel die ironische Bemerkung, dass Louis Althusser doch immerhin zeigen konnte, dass Marx ein Strukturalist war. Also es ist eine strukturalistische Lesart, die diese Autorinnen, Autoren von Lacan übernehmen, eine strukturalistische Lesart von Marx, also keine essentialistische, die gleichzeitig versucht, eben diese neue ideologische Konstellation, wie Lacan sie beschreibt, mit diesem Imperativ des Genießens, diese beiden Elemente zu verknüpfen.